Welcome back to another German Food Review, and it's, yeah, beer time. I guess it's a beer, Salitos Tequila. 5.9%, okay. 330 milliliter. What is that? No idea. Premium quality supreme, okay. And I'm not sure if this is standard Salitos, maybe, but the can looks different, so I grabbed it. Price €1.99 to be exact. And that looks boring. Okay. Yeah. What's in here? Okay, can't read that. Dutch. English. Beer mix. Okay, it is beer. 50% beer. And 42% soft drink. What is the rest? No idea. Oh, this font is ugly as hell. Green on red. It doesn't work. Okay. And here the warnings, very important. You shouldn't be pregnant. Alu. That's it. And yeah, in Germany, you have to be over at 18. German, 5.9% of alcohol. Let's taste it. Let's open it. Okay, that works. That's quite nice here. It's a little bump. You can grab it without fingernails. Nice. Sniff test. Sweet. Not like beer, but sweet. Okay. But it's already gone. Okay, yeah, looks quite nice. No bubbles actually. Let's do a thumbnail here. Okay, and sniff test again. But yeah, this foam looks ugly. Not very good, but okay. Sniff test. Still like not like beer. more sweet than beer. Yeah, good, I would say. Post. Yeah, very smooth. It's cold, by the way. Again, post. Not so sure about the tequila, but sweet, so I guess one or two tiny cans, or maybe three tiny cans or two big cans are enough of this, otherwise it's too sweet, but not that bad. Pause. And that's 5.9% of alcohol. Where is it? Can't see it. Here it is. That's the goal, I think. No alcohol, of course. No beer flavor. Just a little bit of sweetness and something else. Whatever it is. Maybe it is tequila. I don't know. Should I review a tequila? yeah, I drink more whiskey than tequila. Actually, I don't know. Tequila? I'm not sure if I had the tequila. Prost. Yeah, very smooth. Nothing wrong. You can drink it, but it's sweet. So there's a limit in terms of sweetness. Or maybe you can deal with the sweetness, then you can drink a lot of this. Yeah, thumbs up. €1. 5.9% of alcohol. No beer taste. I guess that's what you want if you buy a Salitos. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt noch ein alkoholisches Getränk und zwar ein Salitos. Und ich habe schon mal eins reviewed. Ich glaube, das ist das gleiche hier, aber die Büchse sah irgendwie anders aus. Spannender.
Ich weiß nicht, habe ich einfach gegriffen. 1 Euro hat es gekostet im Rewe. Aber es sind nur 0,33 Liter. So. Ja, das Zeug ist teurer als normales Bier. Aber ich glaube, hier geht es darum, dass man den Biergeschmack tötet und mit einem anderen Geschmack ersetzt. In diesem Fall soll es Tequila sein. Trotzdem ein hohes Volumen hat, und zwar 5,9%. Das ist nicht wenig, mehr als die meisten Biere. Und ja, wo sind die Deutschen hin? Ist das hier Deutsch? Ja, das kann man gar nicht lesen hier. Also nicht durch die Kamera. Ich muss mal kurz gucken. Ja, furchtbar sieht das aus. Grün auf Rot geht gar nicht. Biermischgetränk aus 50% Bier und 42% Erfrischungsgetränk mit Limetten, Zitronen, Tequila Geschmack. Limetten, Zitronen. Ihr probiert das mal im Blind Tasting und sagt mir, ob ihr Limetten, Zitronen, Tequila raus schmeckt. Alles klar. Ja, was sind denn die restlichen 8%? Ist das Alkohol? Keine Ahnung. Aber hier könnt ihr euch durchlesen. Gekostet hat 1 Euro. Das ist sogar noch teurer als Bier. Aber ja, okay. Man bezahlt halt dafür, dass man keinen Biergeschmack bekommt, wenn wir mal eingießen. Sieht okay aus, bis auf den Schaum hier. Sieht aus wie Spülwasserschaum. Nicht sehr schön. Aber das sieht okay aus. Schnuppertest, here we go. Und es riecht einfach nur süß. Ja, also man riecht kein Bier. Das ist wohl auch das Ziel davon. Und ja, das wurde auf jeden Fall erreicht. Nochmal Schnuppertest. Nicht schlecht. Also vom Geruch her ist es okay, riecht nicht ekelhaft oder so. Ich glaube, Desperados riecht nicht so ganz so lecker. Das hier kann man schnuppern. Ja, davon kriegt man keinen Brechreiz. Das geht. Das hier sieht etwas günstig aus. Das könnte man verbessern, aber das System funktioniert. Hier ist so eine kleine Kuhle drin. Und da kann man auch ohne Fingernägel runterfassen. Sehr schön. Okay, Prost. Ja, und ich hatte gerade den Jim Beam Lime. Und wenn man das genau, ist jetzt schon ein paar Minuten her, wenn man das genau danach trinkt, schmeckt das quasi nach nichts, nur ein bisschen süß. Und ja, es ist sehr weich, kein Biergeschmack, etwas süß, Limetten, Zitronen, keine Ahnung, vielleicht. Wie gesagt, im Blind Tasting würde ich da nicht auf Limetten, Zitronen kommen oder Tequila, keine Ahnung. Aber das Ziel ist wahrscheinlich, den Geschmack so zu reduzieren, dass es noch okay schmeckt, aber kein Bier. Here we go. Ja, das kann man schon trinken. Kann man sich hinterschütten. Allerdings ist da wahrscheinlich auch ein Limit, denn es ist ziemlich süß. Ja, ich glaube, das schmerzt nach einer Weile. So, sagen wir mal, 2 Büchsen davon wären okay. Oder 3 kleine, 2 große. Aber bei mehr tut es dann wahrscheinlich weh, Brust. Ja, aber geschmacklich ist es okay. Kein Biergeschmack, kein Alkoholgeschmack. Nur ein bisschen süß und irgendwas anderes. Wahrscheinlich Tequila. Ich kenne nicht so richtig Tequila. Ich glaube, ich hatte noch nie wirklich Tequila. Weiß ich gar nicht genau. Prost. Ja, das kann man schon trinken. Geht. Aber ja, 2 Büchsen würde ich davon trinken. Danach hätte ich wohl genug von dieser Süße. So, dann bräuchte ich was nicht so Süßes. Bekommt trotzdem Daumen nach oben, denn man schmeckt kein Alkohol. Es schmeckt angenehm. Ist nicht kohlensäurehaltig. Stinkt nicht. Ja. Funktioniert. Und es hat 5,9% Alkohol. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.